Willkommen zurück hier bei Let's Play Resident Evil 4. In der letzten Folge haben wir Ada getroffen. Und ja, schauen uns jetzt hier gerade in diesem komischen Raum um. Denn wir haben wieder so einen komischen Typen umgelegt. Und du blödes Mistvieh, ich wollte dich gerade umbringen. Wo ist die Schlange denn hin? Da. Nein, du bleibst hier. Ja, wir haben Ada getroffen. Es war ein sehr interessantes Treffen. Sie hat sich sehr gefreut, uns zu sehen. Da bin ich mir sicher. Und wieso ist hier so ein fettes Loch? Also der Typ scheint sich ja nicht sonderlich für sein Schloss zu interessieren, wenn hier schon die Hälfte so im Arsch ist. Und überall diese Raben, also das deutet ja auch nicht unbedingt auf Hygiene hin. Ich überlege jetzt gerade, wo soll ich jetzt hin? Eigentlich müsste ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen, oder? Müsste ich das? Ich sehe gerade irgendwie keine andere... Ja, ich habe irgendwie keine andere Wahl, glaube ich, oder? Da raus ging es ja nur in den Garten. Naja, wir probieren es einfach. Ich glaube, wir mussten hier nach unten und dann hier durch. Oder? Ich weiß es nicht. Ah, jetzt bin ich wieder hier, okay. Hier fand ich es auch strange. Okay, ich glaube, hier bin ich richtig. Aber als ob ich irgendwie durch die Kanalisation wieder zurück muss. Ach, ich muss ja gar nicht durch die Kanalisation, ne? Stimmt. Ist das da hinten wieder offen? Ja. Da ist ja der eine Typ hingerannt. Dann schaue ich mich da auch nochmal um. Hallo? Naja, hier kann jetzt wenigstens keiner mehr gefangen werden. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich speichere nochmal. Einfach nur für den Fall der Fälle. Ich bin paranoid. Ihr kennt mich. So, ja, dann müssen wir uns jetzt auf den Weg zurück machen. Eine andere Möglichkeit sehe ich gerade nicht. Dieses Mal ohne Ashley. Und dann könnten wir dieses Ding schon mal einsetzen, was wir da haben. Glaube ich. Naja, hoffe ich. Ich hoffe mal, hier kommen jetzt nicht wieder irgendwelche Typen an, aber nö, das sieht ganz friedlich aus. So. Hier habe ich, glaube ich, irgendwas rausgezogen, ne? Irgendwie erinnere ich mich da noch dran. In meiner Erinnerung kommt da jetzt jemand raus. Aber meine Erinnerung ist wohl gerade ein bisschen falsch. Vielleicht auch ein bisschen zum Glück. So. Es ist noch nicht vollständig. Okay. Direkt nochmal speichern, einfach nur, weil ich es kann. So. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Das Ding rührt sich nicht, ist wahrscheinlich von der anderen Seite verschlossen. Also bringt das jetzt noch nichts? Habe ich irgendwas übersehen? Muss ich ja, ne? Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Wir haben jetzt immerhin schon einen Teil eingesetzt und, ja. Was habe ich übersehen? Ich muss mal nachdenken. Wir gehen am besten einfach nochmal alles ab. Wir können auch einfach mal hier auf die Karte gucken. Wird mir da irgendwas als Ziel angezeigt? Ich habe hier tatsächlich ein Ziel, ja. Okay, dann gehen wir da halt hin. Ich überlege sonst noch, wo wir noch was übersehen haben könnten, aber da fällt mir
ehrlich gesagt gerade nichts ein. Aber ich habe auch die Karte gerade nicht ganz im Kopf. Komisch. Gut. Hallo? So, jetzt sind wir schon wieder hier. Wir müssen halt immer noch irgendwo Ashley wieder aufgabeln. Ich schaue einmal wieder kurz auf die Karte. Ja, irgendwie da lang. Okay. Also ich hoffe mal, dass es das ist, wo ich denke, dass es das ist. Sonst wäre es Fail. Aber na gut, wir können ja auch ein bisschen suchen. Aber ich glaube, damals in dieser Situation war ich auch, also ich war damals, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, erinnere ich mich, dass mich hier irgendwas total verwirrt hat und wie ich auf jeden Fall nicht mehr weiterkam. Das weiß ich noch ziemlich genau. Karte. Das sieht mir irgendwie ein bisschen falsch aus. Aber wir würden auch theoretisch hier lang dahin kommen. Hä, wir sollen dahin, wo sie gedingst wurde? Aber wahrscheinlich von der anderen Seite, ne? Wir probieren es einfach. Scheiß drauf. Wir gehen hier lang. So, jetzt schaue ich mal wieder kurz auf die Karte. Bin ich hier richtig? Ja, tatsächlich. Gut, dann gehen wir hier jetzt wieder geradeaus durch. Die Tür, also das ist ja die Tür, die wir jetzt gerade aufgemacht haben. So. Habe ich hier eine Tür übersehen? Es sieht irgendwie so aus. Ist hier drin noch eine Tür? Ja, lol, okay. Wie konnte ich die nur übersehen? Allein schon aus Prinzip kümmere ich mich zuerst um die beiden Redheads. Ciao. Oh. Ciao. Oh. 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 Wie sind die denn hier hochgekommen? Oh, da ist eine Leiter. Ups. Was ist das für ein komisches Insekt? Kann ich diese Leiter umschubsen? Ich glaube nicht. Ich springe jetzt einfach hier runter. La 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 la. So. Hier ist jetzt niemand mehr. Ich würde euch auch nicht empfehlen, euch mit mir anzulegen. So, wie viele von den Typen hier noch rumlaufen? Okay, die Tür erstmal wieder zu. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich diesen Knopf da drücken. Aber um den können wir uns ja jetzt schon von dir kümmern. Ein gratis Raketenwerfer. Nice. Na komm mal her. Auf Wiedersehen. So. Hab ich denn so viel Platz? Ich würde eher sagen, nein. Also ich glaube, selbst wenn ich aufräume, habe ich nicht genug Platz dafür. Eieiei.
Also ich glaube wirklich, dafür ist kein Platz da. Ich weiß es nicht. Ja, wir gucken einfach erstmal. Wir können einfach erstmal gucken und dann sehen wir ja, was reinpasst und was nicht. Und ob wir da überhaupt hinkommen. Aber ich glaube, ich weiß schon, wo das enden wird. Das ist nämlich noch zu. Ja, die sind halt direkt hier hinter. GG. Einen Moment. Ja. Komm mal her. So, auf Wiedersehen, ne? Ciao mit Au. Ach komm, hör mal. Ich glaube es nicht. Du bist sehr unhöflich. Ich sniper dich auch so weg, also. Da musst du gar nicht erst so einen großen Aufstand machen. So. Okay, kann ich das hier einfach... Okay, es ist schon kaputt. Ja, jetzt ist die Frage, wie bringe ich den hier unter? Wir müssen halt aufräumen. Ich würde sagen, wir packen erstmal ein bisschen was hier rüber. Und dann sehen wir ja, wie wir dann halt den Rest außen rum bauen. Sollte ja irgendwie klappen. Ich meine, er ist gratis. Okay, wir haben jetzt nicht mehr viel Platz. Die ganze Munition muss auf jeden Fall wieder mit. Die kriegen wir auch einfach schon hier drunter. Ja, ich glaube, wir kriegen sogar alles wieder mit. Es sieht stark danach aus, als würde das klappen. So, das Ei packen wir dann einfach hier mit dazu. Und so, der Knopf. Und das kommt jetzt wieder hier so hin. Und ja, wir kriegen alles wieder mit. Günstig. Nice. Da freue ich mich. Was ich damit jetzt allerdings soll, weiß ich auch nicht. Pistolenmunition. Munition. Jetzt haben wir wenigstens nochmal so ein Zweier-Ding frei. Oh, hi. Ach, das... Nee, für den benutze ich nicht extra die Schrotflinte. Komm mal her. Ciao. Hi. Ciao. So, hi. Ciao. So. Jetzt war's das aber hier, oder? Irgendwann reicht es ja auch. So, das mache ich jetzt auch noch kaputt, einfach nur, weil es mich nervt. Also ich glaube, die Brandgranate nehmen wir noch mit. Davon haben wir echt genug Munition, also dafür brauche ich gerade keine. Okay. So. Dass man so ein Schloss mit so einem Messer einfach aufbekommt, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber wir sind schon mal wieder ein ganzes Stück vorwärts gekommen. Ich muss mal eben kurz was trinken, Entschuldigung. Also, normalerweise versuche ich das ja immer so kurz in die Pausen zu packen oder wenn halt gerade gesprochen wird oder so. Aber manchmal geht es einfach nicht anders. Manchmal ist die Stimme einfach im Arsch. Ja, der hat sich hier wieder seinen Shop aufgebaut. Das glaube ich dir. Ich wollte halt eigentlich eine neue Schrotflinte kaufen, aber ich glaube, das kann ich jetzt erstmal knicken. So, die Munition will ich nicht verkaufen. Du kannst den ganzen unnötigen Kram haben. Davon habe ich jetzt wieder genug. So, das kannst du haben. Ja, kauf es für einen guten Preis. Wir haben jetzt über 100.000. Das ist krass. Aktenkoffer XL. Oh, yes. Aber sowas von, wie ich diesen Aktenkoffer kaufe, du glaubst mir nicht, wie ich diesen Aktenkoffer kaufen werde.
So, kann ich ihm eigentlich auch... Ich kann ihm nicht die Schrotflinte an sich... Doch, das kann ich ihm auch verkaufen. Sollte man immer dabei haben, aber ich wollte mir halt ein neues kaufen. Genau, gib mir dafür schön viel Geld. Und vielleicht hast du ja jetzt auch... Lol, wir können jetzt die Pistole bei ihm kaufen. Gibt's irgendwas Neues? Nicht wirklich, ne? Is that all, stranger? Yes. Das gönnen wir uns mal. Aber wie viel Platz wir jetzt wieder haben, es ist gleich so viel angenehmer, wenn man halt nicht mehr so auf diesem kleinen Raum leben muss. Thank you. What are you buying? Gut, du möchtest ja, also wir können ja jetzt wieder ganz viel verbessern. Bei der TMP, da habe ich da überhaupt schon mal was verbessert? Ich glaube, obwohl doch, wir haben hier schon einiges verbessert. Ja, das möchte ich verbessern. Das möchte ich verbessern und das möchte ich auch verbessern. Und beim, beim Schrotgewehr auf jeden Fall. Ja. Oh, no enough cash. Gut. Dann sind wir jetzt ja schon mal deutlich weiter. Ich wusste gar nicht, dass man die Schrotflinten dann auch verkaufen kann. Da habe ich irgendwie nie drauf geachtet. So. Gut. Leon, I got it. Oh oh. Now that I have the sample, you serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Stay with me, Lewis. I am a researcher, hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Lewis! Lewis! Das ist jetzt ärgerlich. Kapitel 3 von 3, krass. Ja. Jetzt geht's halt, also das Spiel ist halt noch lange nicht vorbei. Macht euch keine Illusionen, das Ganze geht noch ein Weilchen. Für deinen Tod werden sie büßen, das verspreche ich. Ashley? Okay. Sadler hat also Ashley, er weiß, er hätte doch wissen müssen, dass sie hier ist. Man hört sie da unten nur irgendwie komisch rumstöhnen. Wir können sie auch nicht herrufen. Ach komm, Mädchen, das hast du dir leider verdient. Von daher kriegst du jetzt von mir nicht wirklich Mitleid. Was ist das für eine Tür? Wohin führt sie? Ich kann Ashley nicht zurücklassen. Und wie ich das kann? Siehst du doch. Wie soll ich hier denn runterkommen? Gibt es hier sowas wie eine Leiter? Oder eine Treppe? Oder eine Tür? Führt die Tür hier vielleicht nach unten? Das Ding rührt sich nicht, ist wahrscheinlich von der anderen Seite verschlossen. Super. Ach, ich wollte gerade sagen, ach, da ist die Tür, aber ich sehe keine.
Ach, da ist die Treppe, meinte ich. Wie zum Teufel soll ich sie denn jetzt retten? Okay. Talk about near-death experience. Ashley, get out of there! Na super. Wo sind die denn? Oh. Nein. So, stirb. Ja moin, sie ist einfach auch gestorben. Wer kennt's nicht? Ich würde sagen, wir setzen an der Stelle auch einfach mal einen Cut. Über eine Bewertung und Kommentar freue ich mich wie immer sehr. In der nächsten Folge werden wir Ashley dann nochmal versuchen zu retten oder auch nicht. Und ja, bis dahin.